Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Im letzten Part haben wir uns um das Makuhita Dojo gekümmert, haben dabei auch erfolgreich mit dem Wassertraining ein bisschen gefailt. Ich werde es jetzt nicht nochmal machen, ich habe keinen Bock mehr drauf. Genau, haben das Wassertraining ein bisschen gefailt, aber die restlichen haben wir gemacht. Haben Wassertraining gefailt, weil wir es glaube ich jetzt insgesamt 40 Mal gemacht haben gefühlt. Aber ist ja auch egal. Offscreen habe ich noch ein bisschen Items verkauft, sortiert, alles mögliche Gedöns. Und ja. Ich würde sagen... auf welchen Level sind wir denn? Nicht Attacken. Ich wollte auf Bericht. 13. Habe ich Plosivsamen dabei? Einen. Ach egal, wir machen uns auf den Weg. Auf zum Stillklamm. Helf mir dem Papunga. Ah, nicht verwundern, ich trinke gerade Kaffee. Wow, das ist aber steil hier. Oh, ich bin steil. Ja, egal. Mein Freund Papunga hat sich tief in diesem Klamm verlaufen. Ja, es tut mir leid, aber euch zu fragen, aber bitte helft ihm. Ah, wir machen das doch schon. Lass uns gehen, Pepe. Anblick noch. Ja, was ist denn? Da gibt es noch etwas. Diese Gegend heißt zwar Stillklamm, aber angeblich schläft hier ein riesiges Monster. Monster? Zieh das Scheiße nicht in die Hose. Ja, aber das sind nur Gerüchte. Der Gulist ist auch noch nicht zurück. Ich denke nur, ihr solltet das wissen. Aua, mein Bauch, er tut so weh. Wieso stellst du dich dann auf deinen Schwanz, Cedos? Hm? Was ist los? Mein Bauch, ich habe plötzlich Magenkrämpfe. Aua, 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 aua. Ich habe zum Frühstück bestimmt etwas Falsches gegessen. Sag mal, Pepe, so blass wie du bist, dir geht's bestimmt auch nicht gut, oder? Pepe, du hast auch Magenschmerzen, oder nicht? Cedos, what are you doing? Was ist los, Pepe? Ich brauche deine Unterstützung. Du als mein Partner musst doch auf mein Stichwort reagieren. Warum legst du dich und plötzlich auf, Cedos? Hast du keinen Bauchweh? Irgendwie? Ja, aber wow, ich glaube, die Krämpfe lassen gerade etwas nach. Aber egal, uns interessiert das Monster. Was für ein Monster ist das genau? Ich weiß nicht sehr viel darüber. Es ist nur ein altes Märchen. Keine Ahnung, ob es wahr ist oder nicht. Nun ja. Ah, da kann man wohl nichts machen. Hoffen wir, dass das Monster gar nicht existiert. Papunga sollte irgendwo auf U10 sein. Bitte passt auf euch auf. In Ordnung, verstanden. Auf geht's, Pepe. Peperü. Stillklamm. Untergeschoss 1. Das war die falsche Taste. Und ja, unser... ja... nützt eigentlich keinem. Wieso habt ihr so doofe Items? Finde ich auch nicht egal. Unser werter Partner, Mr. Cedros, Cedos Sony oder whatever, wollt ihr einfach unseren Klienten bescheißen, weil er Angst hat. Weil er zu viel AA in der Hose hat. Also Cedos, dass du dich nicht schämst, ich sag's dir. Und ich dachte, du bist ein Mann und keine Memme. Ich dachte eher, dass du da noch voll keine reinläufst. Extra dann noch mehr Gas gibst, nur weil du davon gehört hast. Aber naja, wer weiß halt. Wer kennt sich mit den tiefsten Abgründen einer Seele schon aus? Und ich laufe gerade mal wieder perfekt, weil ich den Weg immer finde. Jetzt geh mir aus dem Weg. Geh mir aus dem Weg, habe ich gesagt. Gut. Geh mir aus dem Weg. Ich laufe gerade wieder so gut, dass ich die Treppe natürlich sofort auf Anhieb finde und sie sofort aufgespürt habe.
und das Tor gleich Level 13. Kriegst gleich Level 13 erreicht. Ich hätte mir nicht mal das Let's Play von Suya angucken sollen, ne? Hm. Dann zeig ich mich da ein Tor statt Chris. Tut mir leid, Chris, aber dein Name ist eh nicht wichtig. Aber dein Name ist Programm. Ein Top-Elixier. Ach, geht mal weg. Blockier mal nicht so die Straße hier. Ich muss durch. Einsatzbiff. Ach, ich habe keine Items, was ich werfen kann, ne? Falsche Taste. Ne, ich habe nichts, was ich werfen kann. Was ich werfen möchte. Glut. Glut. Tod. Glut. Ich brenne mir den Weg durch. Bis sie alle auf die Seite geht. Ah. Sag mal, wo ist jetzt? Ach, da ist die Treppe. Na, endlich. Ich wollte schon sagen, die haben sie rausgebaut. Damit der Dungeon sehr, sehr lange dauert. Und man muss ihn finden. Dönerschock. Haben die eigentlich alle ihre Attacken wieder angewählt? Passt. Passt. Gut, ich bin intelligent, ich habe mitgedacht. Eine Sindelbeere. Kann man immer brauchen. Stirbt. Stirbt. Immer diese Menschen, die sich mir in den Weg stellen wollen, ey. Um 3, um 2, um 2, um 2, um 2, um 2. Ah, Chris steigt nicht ein Level ab. Geh mir aus dem Weg. Geh mir aus dem Weg. Aber jetzt steigt Chris ein Level. Cedos, Alter, Namen, Menschen, Skinners. Bitte ein Wunderfeld. Ein Flieh-Orb. Wunderfeld oder eine Treppe. Wunderfeld oder eine Treppe. Nehmt doch einen Apfel mit. Kümmert ihr euch mal drum. Gut gemacht. Juti. Juti. Wunderfeld. Und Poké-Dollar sogar noch. Die ersten, die ich finde, ne? Nee, ich habe schon mal Geld gefunden. Hab ich gar nicht mitbekommen. Hab ich wahrscheinlich ignoriert. Flaggierbär, nein, Amrena. Pisse. War fast richtig. Ja, irgendwann, diese Bären sammle ich meistens später gar nicht mehr ein, aber jetzt am Anfang bringen sie zumindest doch ein bisschen Geld. Und solange wir noch nicht alle Partnerareale haben, von Knuddeluff gekauft haben, ist es sogar ganz sinnvoll, wenn man Geld hat. Und wenn man irgendwie Geld verdient, denn auch Kleinvieh macht Mist. Und vor allem kann man damit sagen, mit dem Partnerareal, dass sich immer noch richtig coole Pokémon anschließen. Die sich jetzt noch nicht so ganz anschließen, weil wir jetzt noch den richtig geilen Shit haben. Ich würde es zwar nicht durch zu 100% das Spiel durchspielen, weil es ist mir definitiv zu lang, jedes einzelne Pokémon zum Rekrutieren anwerben. Nee, danke, tut mir leid. Alles, was kommt auf dem Weg, nehme ich an. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass jedes Pokémon, das zur Rekrutierung bereitsteht, ich auch finden will und rekrutieren will. So weit gehen wir jetzt nicht. Ich will auch noch mal irgendwann dieses Glück wenden können. So, da ist die Treppe. Brown Gummi. Ah, noch mal einen Schluck trinken. Wieso habe ich das getan? Egal. Ich wollte dich vor einer Zornklinge beschützen oder einem Blutsauger oder einem Kopfwurfstand. Items. Das war die falsche Taste. Fixieren. Passt doch schon. So. Pepe hat einen Apfel. Nehmen. Ja, ja, komm schon, nicht so lange arschig, Leute. Zähl hat eine Fragebeere, die kann man futtern. Einfach damit was gegessen hat, mal wieder. Und ein Wechselorb, der kann. Ah, mein ein Inventar ist voll. Ja, dann palt mal erstmal. Bekommst du hier. Du bekommst jetzt. Das Gelbgummi in die Phrasen geworfen.
Ah, meine Glut ist leer. Gut. Geldgummi Einsatz. Dein IQ steigt ein bisschen. Das ist sehr schön. Und dich nehmen wir. Und dann hätte ich gern die Metallklaue. Weiter geht's. Schlitz, Schlitz. Bewegungsunfähig, der Magenknoten, bitte was? An mich raus, was man da eingesetzt hat. Jetzt vergiftet er mich ja noch. Ich hab vorhin den Pirsifwerder gefunden. Wo ist die? Geh mir aus dem Weg, Pirsifwerder. Ich will die Pirsifwerder. Pirsifwerder. Ich wollte gerade sagen, weil das Giftsymbol noch mehr aufgeblendet ist. Pirsifwerder waren doch wirklich. Ach, zähl das mach du mal. Viel Spaß, fighte mal ein bisschen. Ich weiß nicht, ich habe Geodruck blockt und könnte ihm eigentlich helfen, aber nö. Er soll mit seinen Spaß selbst haben. 107. 102. Nein, nur 74. So. Werte regenerieren. Das ist eine. Fragebeere für Brand. Ich brenne gar nicht. Ich brenne und werde immer heißer brennen. Ich bin aus dem Weg. Ah, ich freue mich jetzt schon auf die 99 Ebenen Dungeon. Nicht. Goldgummi, richtig gemacht. Items, Goldgummi, Einsatz. Sein IQ steigt. Oh, jetzt kommt er noch mit Sandwirbel an. Hörst du jetzt bitte auf, danke. Wo ist die Treppe? Und wieso ist sie nicht mehr hier? Wow, jetzt nach einer Ewigkeit, nachdem ich... Wow! Ich müsste aber meinen Angriffsboost auch weg. Ey. Hörst du auf? Hörst du auf? Ah, die hat auch schon keine AP mehr. Ja, war ja klar, ne? Warum sollte sie auch so lange AP haben? Das hat aber nichts wie raus, denn ich bin jetzt vergiftet. Ich habe jetzt keine Persifbeere mehr. Ich müsste dafür dann Sinelbeeren opfern. Noch einmal halte ich durch. Ah, jetzt ist der Morgen auch noch leer. Items, Sinelbeere, come on. Essen. Und ein Apfel, essen. Sag mal, wo sind die Kacktreppe hin? Hallo? Da kriegst du einen Stein ins Gesicht. Gib mir einen Stein! Gib mir mal einen Stein wieder! Ah, oh Mann, wo ist die Treppe? Wo ist die Treppe? Ah, oh, jetzt wo ich vergiftet bin, ne? Ist halt das Problem, ich regeneriere keine KP, solange ich vergiftet bin. In den neuen Mystery Dungeon Teilen regeneriert man dann noch KP, hier aber nicht. Ja, danke, Tor, dass es aufwächst. Weg hier. Oh, das müsst ihr jetzt mal machen. Ich stelle mich jetzt mal da oben in die Ecke. Ihr verteidigt mich ein bisschen und ich regeneriere ein bisschen Lebenspunkte. Oh, danke. Geh weg, Quapsel. Geh weg, Quapsel. Ich habe in dem Wasserdungeon schon genug von euch zerstört. Geht weg. Mach mal, Chris. Seht das. Ja. Ja, hier haben ja Elektroattacken auf Boden-Pokémon noch Wirkung, warum auch immer das funktioniert, aber gehst du mir jetzt aus dem Weg. Geodruck-Brocken.
So. Ich trinke jetzt ein Tropfen-Elixier. Und wähle die Attacke Glut. Ihr habt genug AP, ihr habt genug AP. Los geht's. Sind wir schon da? Ihr sollt das bei Bunga Frank befinden. Oh, hey. Wir haben dich gesucht, geht es dir gut? Ja, es geht mir gut, aber... Großartig, wir freuen warten auf... Deine Freunde warten auf dich. Tangolist ist weiter hinten. Was, Tangolist? Ach nein, ich war total dämlich. Wieso habe ich das Top-Elixier benutzt? Oh Mann. Gehen wir. Hey, wie geht es dir? Komm zu dir. Gib euch nicht auf. Ich verschwinde von hier. Von hier verschwinden? Was ist denn letztes Mal? Du bist plötzlich dünn geworden. Ja. Da kommt was. Das seid ihr. Er wagte es, meinen Schlaf zu stören. Bei Eindringern kenne ich keine Gnade und das schließt euch mit ein. Tangolist ist verschwunden. Ich bin Zapdos, die Verkörperung von Blitz und Donner. Wenn ihr Tangolist retten wollt, dann erklimmt den Donnerberg. Ja, das war episch Bossfight und so. Zapdos, das ist also das legendäre Monster. Ja, und deshalb habe ich jetzt ein Top-Elixier verspendet. Juhu, sind wir nicht alle glücklich? Yippie, gerettet, ich bin so glücklich. Aber ich bin zwar jetzt nicht sicher, aber Tangolist steckt in Schwierigkeiten. Bitte erzähl uns ganz genau, was passiert ist. Ja, also, Tangolist hat mit seinen Blättern Wind entfacht und befreite mich so. Aber dieser Wind haben die Wolken auseinandergerissen. Und als das geschah, tauchte dieses Monster im Himmel auf. Das Monster? Es sagt, es heißt Zapdos. Sagtest du Zapdos? Simsala! Zapdos, eins der legendären Vogel-Pokémon. Ich hörte, es hat lange Zeit geschlafen. Dann hat Tangolist es aufgeweckt? Nein, die Winde von Tangolist waren lediglich der Auslöser. Schließlich war bereits die dortige Abwesenheit aller Winde unnatürlich. Dies muss von den jüngsten Naturkatastrophen verursacht worden sein. Zapdos ist wütend darüber, aus seinem Schlaf geweckt geworden zu sein. Tangolist muss gerettet werden. Zapdos wird nicht einfach sein. Seine Elektroattacke ist richtig gemein. Dessen bin ich mir bewusst. Wir werden vorsichtig vorgehen müssen. Wir gehen auch. Wir werden Tangolist ebenfalls helfen. Was? Das ist gefährlich. Zapdos ist mächtig. Es ist wahrscheinlich, dass diese eure Kräfte übersteigt. Hey, wir sind nicht schwach. Und außerdem macht uns Zapdos keine Angst. Richtig, Pepe? Aua, mein Bauch. Nein, überhaupt nicht. Seid ihr schon einmal einem elektrischen Schlag getroffen worden? Danach ist der ganze Körper taub und zittert. Kein Problem. Zapdos ist richtig fies. Es ist imstande und verspeist euch zum Frühstück. Ist euch das klar? Ich habe immer noch keine Angst, ihr drei. Wir sind schließlich ein Rettungsteam. Wir wollen Tangolist helfen. Jetzt geht meine Stimme auch noch weg, Alter. Ah, gut. Ich sehe, ihr habt Mut. Ja. Unsere beiden Teams sollten jeweils einzeln den Donnerberg erklimmen. Wir werden aufbrechen, sobald wir uns auf den Kampf vorbereitet haben. Und da wir um die Stärke unseres Gegners wissen, werden wir äußerst vorsichtig vorgehen müssen. Ihr solltet die Reise zum Donnerberg nur gut vorbereitet antreten. Unser Ziel ist es, Tangolist zu retten. Mögen wir erfolgreich sein. Ja, ich bin zu allem bereit. Pepe, lasst uns unser Bestes geben. Ja, und schon wieder mein Nasenspray. Weil ich jetzt gleich keine Luft mehr bekomme.
Teampartner suchen die Partnerin alle auf. Ja. Speichern. Speichern erfolgreich. Am nächsten Morgen. Achso, ich habe ja gerade gespannt, ne? Ab nach draußen! Guten Morgen, Pepe. Ich hoffe, du hast eine erholsame Nacht. In Ordnung. Wir sollten zum Donnerberg aufbrechen und Tangulus treffen. Was meinst du? Aber Simsol hat uns gesagt, wir sollten uns sehr, sehr gut dafür vorbereiten. Bevor wir dorthin aufbrechen. Was machen wir? Wir können sofort zum Donnerberg aufbrechen oder später. Es liegt an dir. Aber in jedem Fall sollten wir unser Bestes geben. Ja, mein guter Cedos, wir werden noch nicht zum Donnerberg aufbrechen. Und es liegt aus einem guten Sache. Da ich um die Kräfte des uns bevorstehenden Feindes Bescheid weiß. Leafly Warp Wechselwechsel. Ja. Das Top Elixier kommt weg, der große Apfel kommt weg, die Sinnelbeere kommt weg, der Belieber-Sand kommt weg. Und wir bis vor mir das machen. Also ihr könnt ruhig jetzt dann, wenn ihr wollt, abschalten, wenn ihr euch das nicht geben wollt. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt vorerst nehmen. Genug Geld farmen, damit ich mir alles von hier leisten kann. Das heißt, wir werden jetzt die nächsten ein, zwei Parts nur Missionen machen. Also wirklich nur Missionen. Und uns jedes einzelne Partner-Arena leisten. Kaufen. Also ihr wartet jetzt keine Hauptstory, ihr seht jetzt einfach nur, wie ich durch lauter Dungeons durchrenne. Auch nicht vorgespult oder sonstiges, so werde ich einfach die nächsten Parts füllen. Denn wie ihr ja schon wisst, ist Cedos krank. Kann nicht aufnehmen, deswegen muss ich ein bisschen Pokémon Schwarz ersetzen. Und dann nutze ich die Stunts der Gunde. Und mach das gleich. Heute ist ja Freitag. Oder? Ja, heute. Nein, heute ist Donnerstag. Heute ist Donnerstag. Genau, heute ist Donnerstag. Für euch, für mich nicht. Für mich ist Sonntag. Es kam ja auch schon dementsprechend das Informationsvideo raus. Aber ist ja auch egal. Das wird auch so weitergehen, bis Cedos wieder gesund ist und sich fit genug fühlt, imstande fühlt, aufzunehmen. Und wenn es jetzt noch eine Woche dauert, länger dauert, dann kommt halt eine Woche komplett Mystery Dungeon jeden Tag. Und dann werde ich die Parts aber auch kürzen, ehrlich gesagt. Machen wir jetzt bis Sonntag jeweils 30 Minuten Parts. Und wir werden uns um diese Missionen kümmern und um andere Missionen kümmern. Und das ohne Gnade, Leute, ohne Gnade. Es werden Jobs geballert bis zum geht nicht mehr. Ich habe keine Post bekommen, Philipp. Alter, du Schweinehund! Gib mir Post! So. Und das heißt, wir machen jetzt Aufträge, 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 Infobrett. Wo bin ich? Rette mich. Ich werde angegriffen. Hilf mir. Ist wahrscheinlich bring mir oder ja, bring mir kann ich nicht machen. Das ist hilf mir gut ausüben, 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 ausüben. 7, 8, 11. Ich nehme mir jetzt meinen Briefumschlag und irgendwas zur Hand. Und ich schreibe mir das immer mit auf, damit ich das nicht vergesse. Und dann auf geht's in den Finsterforst. Also wie gesagt, das war jetzt der vorerst letzte Teil von Story für die nächsten 2-3 Parts, also nicht abschrecken lassen. Dafür werdet ihr ganz viel Dungeon Action sehen. Ich habe Ding nicht mitgenommen. Egal. Ist ja auch Wurst. Wer braucht den schon? Blams. Ein Blaugummi. Also wir werden jetzt ganz viele Items finden und auch immer Items verkaufen. Das Items verkaufen werde ich immer noch 2 Parts offscreen machen. Damit wir weiter Dungeons machen können und Aufträge machen können. Also.
Eigentlich müsste ich die ganzen Gummis verkaufen, aber... Sie würden auch gut Geld geben. Ah, ich weiß nicht. Mach es fertig. Gut gemacht, Zedos. Weiter geht's. Spiegel, stirb. Geh weg. Der positive Nebeneffekt dabei ist, wir leveln ein bisschen, was auch noch gar nicht so schlecht ist. Denn Zapdos ist ein etwas schwierigeres Kaliber. Und anschließend kommt noch eine weitere Story-Element, was auch nicht so einfach ist. Also, Level können gar nicht schaden, so viele. Natürlich werde ich mich jetzt nicht auf Level 80 überleveln, aber... Ich werde halt so lange leveln, bis ich fertig bin mit den ganzen Partner-Arena. Ah, Entschuldigung. So lange müsst ihr mir jetzt beim Leveln und beim Farmen zugucken. Oder ich werde es offscreen machen, weiß ich noch nicht, aber ich werde es weniger offscreen machen. Weil ich dann offscreen ein bisschen demotiviert bin, das zu machen, weil ich mir denke so, ja, warum mache ich das eigentlich? Und dann speede ich nur alles durch und mache lauter dumme Sachen. Weiter geht's im Finster Forest. Da ist noch ein Item. Ich muss auf 7 erst. Gut. 7, 8 und 11. Das Ebene 6. Hallo, Apfel. Ja, ich werde dann auch irgendwann, wenn ich jetzt 500 Äpfel habe, dann Äpfel verkaufen, weil ich 4 finde ich echt viel Äpfel. Nimm die mit. Ich bin um 10 Geld. Hallo? Ich will mal wieder angreifen. Brenne, Knilz. Brenne, Knilz. Und du entkommst mir nicht. So. Hey, da raus, Sankt Nikolaus. Geh weg, Knilz. Stell dich jemand anders in den Weg, nicht mir. Ich burne dich zu Tode. Ich Bernadette. Was habe ich was gesagt? Oh, Schalocco. Panikon meinte ich doch, habe ich doch gesagt. Ich kenne die Pokémon, ich bin intelligent klug. Weiter geht's. Ebene 7. Unser erster Klient ist ein Pokémon mit dem Namen. Anderes Missionsziele, Quapsel. Hallo, Geradax. Tschüss, Geradax. Geld, eine Beere und nochmal Geld. Kann man immer brauchen. Das ist ein Rondell. Nein, ist kein Rondell. Sehr gut. Das ist eine Sackgasse. Geh mir aus dem Weg, Knilz. Verbrenne. Verbrenne. Hi, da raus, St. Nikolaus. Das sind Sonflora, die geben gute Erfahrungspunkte. Nein, ich habe keine AP mehr. Stirb. 119 Autos. Sehr gut, die Erfahrungspunkte. Apfel. Mein Inventar wird bald voll sein, wenn mir noch nicht mal die erste Mission erfüllt. Natürlich ist es dann Kreislauf. Das Kreislauf des Lebens. So. Natürlich hätte ich einfach nur nach links, rechts gehen müssen, ne? Quapsel, komm her. Ja, hau ab, tschüss, geh weg. Kleeper postet, fliegt in Dungeon. No, ich bleib weiter drinnen. Ebene 8, ein Quiekel war es, glaube ich. Ich habe seine Zielebene erreicht, da oben ist es auch schon. Geh mir aus dem Weg. Geh mir aus dem Weg. Ein Plussel. Fast dasselbe. Ja, komm, geh. Nein, ich möchte nicht gehen. Ja, ich bin mir sicher. Stirb. Stirb.
Dankeschön. Noch ein Blaugummi. Und Geld. Und auf zur Ebene 11. Auf den Weg zur Ebene 11. Items, Blaugummi, Einsatz. Zumindest was für zwischendurch. Ja, Cedos, halt die Klappe. Sei froh, dass du überhaupt was zu futtern bekommst. Dass ich dich intelligent mache, ne? Sei froh. Warum kaum spricht man von ihm, schreibt er mir eine Nachricht per WhatsApp. Wow. Als hätte er es gehört. Weh, das trifft mich. Natürlich trifft es mich jetzt auch. Geh weg. Blödes Knilz. I hate you. I hate you. Ich hate you. Ich cape dich. Jetzt kommt da noch ein zweites auf mich zu. Kabam. In die Phrasen. So, hier ist nichts außer viel Money und Items. Der Magen knurrt, der Magiot, mir ist doch mir egal. Egal. Ah, oh, jetzt kommt er mit Hypnose. Komm mal nur mit Ruck zu Keep, töte es. Danke. So. Let me go. Items, Apfel, Essen. Nichts mal in den Schatzbeutel. Dankeschön. Ich finde es nur schade, dass man hier den Sammelbox nicht vergrößern kann. Das wäre echt ein gutes Feature noch gewesen. So, wir müssen jetzt wen finden? Du, Flor. Komm näher. Kleines Hot-Hot. So. Boden. Essen. Eigentlich soll man nichts vom Boden essen, aber... Oh Gott, was kommt da für eine Armee angewackelt? Spinnst du mich an zu brüllen? Spinnst du mich auch an zu brüllen? Spinnst du mich noch mehr an zu brüllen? Immer diese kleinen Brüller, ich sag's dir. Weg da. So, jetzt würde ich den Klienten finden. Da ist noch ein Kokowai. Oh no. Oh, Cedots, komm bitte näher. Oh, geh weg. So. Da lang gehen. Da war ich schon. Da. Da. Boden. Halt, stopp. Boden, Essen. Sag mal, wo ist denn das? Ah, da ist es. Ich wollte es gerade angreifen aus Reflex. So, die drei sind weg. Vielen Dank, kommt bitte später über Post, ne? Ja, ich komme gleich mit. Ja, ich möchte gehen. Ja, ich möchte wirklich gehen. Meisterte die Mission, beendete die Mission eindrucksvoll. 200 Pucke, lila Gummi. 10 Retterpunkte. 200 Pucke, orange Gummi. 10 Retterpunkte. Ein Weißgummi. 10 Ritterpunkte. So, das hat mir jetzt nicht so viel Geld gebracht, aber ich werde die Gummis verkaufen. Dementsprechend verdiene ich schon gutes Geld. Ich weiß, ich könnte mich damit hochboosten bis zum geht nicht mehr, aber ja, mir ist das mit dem Geld wichtiger. Flap, flap. Oh, Pelipa sagt auch mal wieder hallo. Guten Tag, Pelipa, ne? Auch mal wieder da. Was geht denn bei dir so, ne? Tschüss, hau ab. Komm mal morgen wieder, ne? Komm morgen wieder. So, aber zuerst gehen wir mal ins Lager. Legen sämtlichen
Fahis ab. Lagern? Was möchtest du lagern? Dat. Alles klärchen, ich lagere das von dir, ne? Ja, mach das mal bitte, dankeschön. Teams Cedos nehmen. So. Nein, ich will nicht lagern. Ich will nicht lagern, ich will nehmen. Was möchtest du denn nehmen? So. Die Georock-Brocken kommen weg, alle drei. Ich zeige euch das jetzt nur einmal und die nächsten Tage werde ich es nicht mehr on-screen machen. Nächstes Mal mache ich das immer off-screen, weil dann geht es ein bisschen schneller für mich. Das Blaugummi kommt weg. Muss ich hier nicht aufheben für Manaphy. Ich habe gespoilert für das für ein zukünftiges Projekt. Ich habe gespoilert, dass es ein zukünftiges Projekt geben wird. Oh mein Gott, was für ein Part. Ich hätte das Orange-Gummi gerne. Dankeschön. Ich hätte das Weißgummi gerne. Dankeschön. Ich hätte die Arena-Beere bitte. Dankeschön. Ich hätte alle vier Frage. Achso, ich muss sie ja einzeln nehmen. Also ich sag's euch gleich, die nächsten Parts werden kürzer. Die werden 20 Minuten oder 25 Minuten. Das war jetzt heute noch meine Ausnahme. Und ja. Nein, die Sinnelbeere will ich nicht. Flee of Warp Orb kann her. Der Warp Orb. Der Wechsel Orb kann her. So, dankeschön, meine Schnuggelchen. Verkaufen, einmal nur kurz durchblicken. Gummi. Okay, gut. Alles weg damit. Vielen Dank, vielen Thanks. Lagern. So Leute, und das werden wir jetzt die nächsten Tage immer so weitermachen. Ein paar Parts lang. Ich werde jetzt offscreen mal wieder mein Item-Inventar aufstocken, also alles möglich holen. Chris abholen bei den Gebieten. Und dann gehen wir im nächsten Part, ich habe meinen Tisch geschlagen, wieder auf Reise und entdecken neue Missionen oder werden neue Missionen machen, um Geld zu verdienen. Ich sag tschüss, bis morgen und bye Leute.